Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ja, es war wieder Sonnabend, es war wieder Schiedwetter und ich war wieder mit meiner Liebsten im schönen Lipperland unterwegs wandern. Wir hatten uns diesmal eine richtig tolle Strecke rausgesucht und zwar waren wir in den Wäldern rund um Blomberg unterwegs. Blomberg, das ist eine Stadt, die ist wirklich mega nice, mega schön, mit einer Burg, also Altstadt lohnt sich 100%, aber das Wetter war toll angesagt und wir wollten in die Wälder, in die Natur hinaus. Und ja, ich sag mal so, es war dann mehr oder weniger Matschtreten. Also wir hatten wieder richtig übles Wetter, aber die Wanderung selbst hat mega, mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, dass ich euch jetzt auf die Wanderung mitnehmen kann und ja, es hat zwar fast die ganze Zeit genieselt, aber an den Bildern sieht man schon richtig, richtig tolle Landschaft und auch ein mega toller Wanderweg, der übrigens super, super leicht nachzugehen ist. Also die GPS-Daten, die packe ich sowieso mit einem Link in die Videobeschreibung. Aber es ist, ich will jetzt nicht sagen, ein leicht nachzugehender Geheimtipp, aber es trifft es schon relativ gut. Also los geht's am Freibad in Blomberg. Man geht dann am Minigolfplatz entlang und den Waldweg hinauf, immer den Dingelstedpfad folgend, also den X5. Da kann man nichts verkehrt machen. Der ist super, super gut ausgeschildert. Hier übrigens total nice mit den Eseln. Also wer das gesehen hat, rechts oben, ja, bei den Eseln hing eine Wildkamera. Also das heißt, gefilmt die Esel und selbst gefilmt worden. Hier übrigens ein Hohlweg. Sorry, das Wetter, wie gesagt, also da hat das richtig geplattert. Aber dieser Hohlweg selbst, der hat richtig was. Also man geht total tief und es hat da geweht, aber beim Hohlweg, ja, richtig beschützt sind wir da gegangen, macht mega, mega viel Spaß. Und hier, ich fand das auch wirklich, wirklich schön. Die Fazilie, also da hat noch jemand Gründung ausgesät und die letzten Bienen und Wespen, die schwirrten da noch unterwegs und haben sich gefreut über das Nahrungsangebot. Ja, ihr seht das jetzt so ein bisschen oder habt das eben gesehen, es geht erst so ein bisschen runter, wie gesagt, immer auf den Dingelstedpfad und geht dann den Wald hoch auf, naja, ich sag jetzt mal, es ist nicht die höchste Höhe, aber so auf 330 Meter geht das schon hoch. Das ist dann so ein, ja, was soll man dazu sagen, ein Kammweg. Und über den Kammweg geht es dann tatsächlich auch in so einer wirklich schönen Runde mit auch vielen Blicken wieder zurück nach Blomberg, was richtig toll ist. Also wie gesagt, erst immer, immer den X5, den Dingelstedpfad folgen und irgendwann stößt man dann auf den Nelkenweg mit einem N super gut ausgeschildert. Also das ist wirklich eine Runde, die kann man so laufen, auch ohne Navigationsgerät und man geht da alleine, also es ist wirklich Natur pur. Und wenn es nicht regnet, man kann sich das vorstellen, es ist wirklich wie Indian Summer, mega, mega, super, super schön. Klar, auch rund um Blomberg gibt es das Waldsterben, das ist überall, wo viel ja, Nadelgehölz ist. Die können einfach den Klimawandel, die können das Trockene nicht ab. Und insofern sieht man auch da ein paar Flächen, die ja, jetzt wieder aufgeforstet werden. Aber es gibt da auch ganz viel Mischwald und also alle Farben. Es ist einfach nur fantastisch, super, super schön anzusehen. Ich finde es mega, mega schön. Auch jetzt, also da sind ganze Strecken, wo dieser Farn so wächst, der sieht natürlich jetzt um die Jahreszeit absolut klasse aus und auch hier, ja, wir haben wie gesagt eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen Nieselregen gehabt und es hat mehr oder weniger stark geweht, aber so durch die Blätter zu gehen,
Das hat auch ganz, ganz viel. Und ich kann mich da nur wiederholen, das hat fantastisch viel Spaß gemacht. Also war nur genial. Ja, ich überlege gerade, ich glaube so auf 300, 310 Meter sind wir jetzt schon angekommen. Also das heißt, die Wanderung selbst, ich glaube, Höhenprofil, also ist auf jeden Fall nichts Ambitioniertes, sind so 130, 140 Meter, die man da überwindet. Aber man kann sich das auch wirklich so als Grundwanderung herausnehmen und da nach Belieben variieren und auch noch, was einem so gefällt, an Runden ranhängen. Hier sind wir an einer schönen Blockhütte. Da haben wir auch ganz kurz Rast gemacht. Da ist eine schöne Bank drin. Und ja, jetzt auch schon, ich sag mal, auf der Hälfte des Weges angekommen. Also was ihr jetzt seht, das ist schon der Nelkenweg. Ich will jetzt nicht sagen, das ist der Abstieg. Das ist ja ein Kammweg. Das hält sich relativ lange so auf 300, 330 Meter. Das heißt, man hat, wenn man nicht so ein Schiedwetter hat, wie wir das gehabt haben, auch öfter mal eine ganz, ganz tolle Aussicht ins wunderschöne Lipperland. Und dann geht es wirklich ganz toll abwärts bis zum Parkplatz, wo dann wieder, ich glaube, so 240 Meter sind. Hier sieht man, ja, da war der Nadelwald, der eben das Klima, die trockenen Sommer überhaupt nicht abkann. Aber ich sage jetzt mal so im Vergleich, das ist natürlich immer subjektiv zu dem, wie es bei uns in Schaumburg ist, wo wirklich ganze Flächen vom Wald, vom Nadelwald fehlen, ist es hier gefühlt immer noch so, dass man durch dichten, schönen Wald, auch durch Laubwald geht und das ist einfach ganz, ganz herrlich und auch von der Luft her total toll. Und hier, man kann es so ein wenig erahnen, wie weit die Landschaft ist, wie schön das ist. Also, ja. Ich bin ein Fan vom Lipperland und finde, es macht immer Spaß, ist immer total schön. Und auch wenn das Wetter mal nicht so gut ist, also gerade im Herbst, wenn weniger Licht da ist, wenn es draußen regnet, umso wichtiger rauszugehen und die Natur zu genießen. Und es gibt immer was zu genießen, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, jetzt gehen wir schon so ein bisschen auf unseren Parkplatz zu. Im Hintergrund sieht man auch die Ortschaft, die wunderschöne Kirche. Und ich sage ganz, ganz liebe Grüße bis zum nächsten Video und hoffe, beim nächsten Video gibt es auch mal ein bisschen Sonne und euch hat dieses Schiedwetter-Video gefallen. Bis denn, ciao.